unsere Betrachtung in, bei den 10 Geboten. Und da ist jetzt das 6. Gebot an der Reihe. Es ist ganz kurz, aber ich würde sagen, stehen wir nochmals auf und beten. Und ich lese dieses Wort. Wir haben bisher die 5 Gebote, die ersten 5 betrachtet und möchten jetzt das 6. Gebot betrachten. Du sollst nicht töten. Mein Thema ist, verbanne alles Mörderische in dir. Verbanne alles Mörderische in dir. Und ich sehe, der Jörg ist unter uns. Kannst du beten, dass Gott sein Wort segnet? Danke. Ja. Amen. 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 Bitte nehmt Platz. Seid herzlich willkommen aus Kanada. Ihr seid ja abgehauen von uns, aber ihr seid wieder da. Schön. Deutschland ist doch schön, gell? Ist doch ein Teil in euer Herz. Also, herzlich willkommen. Du sollst nicht töten oder verbanne alles Mörderische aus dir. Ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Geschichte beginnen. In der Kirchengeschichte wird erzählt von einem Mönch, Telemachos. Er war ein Mönch im 4. und 5. Jahrhundert. Er erhielt von Gott einen Ruf, nach Rom zu gehen. Und als er nach Rom kam, es war 400 nach Christus, da sah er in Rom, er kam ins Kolosseum, er sah dort die Gladiatorenkämpfe. Und er sah, wie Menschen einfach zuschauen, wie andere Menschen getötet werden. Und er hat sich informiert, ja, wieso machen sie das? Einfach so, um das Publikum zu unterhalten, haben sie einander einfach umgebracht. Und dieser Mönch, der sprang kühn runter und ging zwischen die Gladiatoren und rief laut, im Namen Jesu, verzichtet! Und die Menge wurde unruhig und sie riefen den Gladiatoren zu, tötet den Menschen! Und einer der Gladiatoren zückte sein Schwert und rammte es Telemachos in die Brust. Er fiel zu Boden, Blut floss in den Sand und mit letzter Kraft rief er noch einmal, im Namen Jesu, verzichtet! Und dann geschah etwas, was man kaum erklären kann. Es ging ein Raunen durch die Menge. Und etwa 80.000 Menschen sollen dort gewesen sein an dem Tag. Einer nach dem anderen stand auf und verließ seinen Platz und ging. Und man sagt, das war das allerletzte Mal, dass Gladiatorenkämpfe in Rom stattgefunden haben. Damit hat sich das ganze böse Treiben aufgelöst. Das 6. Gebot ist das Leitgebot für die ganze 2. Tafel. Wir haben ja 2 Tafel, die erste 5 und dann die 2. 5 Gebote, also 10 Gebote. Und dieses 6. Gebot ist das 1. Gebot auf dem 2. Tafel. Und es ist das Leitgebot für den ganzen 2. Tafel, für die nächste Gebote. Die 10 Gebote sind in einer sehr feinen Weise miteinander verbunden. Das erste Gebot ist das Leitgebot für den 1. Tafel, das 6. für den 2. Tafel. Leider habe ich sie nicht als PowerPoint, aber ich versuche es für nächstes Mal zu machen. Die 1. Tafel ermahnt, ermuntert uns oder bevollmächtigt uns, Gott zu lieben.
Das erste Gebot strahlt über den ersten Tafel. Denn es heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland befreit. Und es strahlt auf die ersten fünf Gebote. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ähnlich verhält es sich hier mit dem sechsten Gebot auf dem zweiten Tafel. Dieses Gebot überstrahlt die nächsten vier Gebote, die auf dem zweiten Tafel stehen. Und es geht um unsere Nächstenliebe, unsere Liebe zu den Menschen. Beim ersten fünf geht es um Gott, bei den zweiten fünf um unseren Umgang mit Menschen. Das sechste Gebot scheint wohl Christen nicht zu betreffen, oder? Christen töten doch nicht. Oder doch? Hat es mit uns was zu tun oder hat es mit uns nichts zu tun? Eigentlich sollten wir sagen, nee, es hat mit uns nichts zu tun, wir töten doch nicht. Du sollst nicht töten. Wenn wir nicht töten, was hat es mit uns zu tun? Viele christlich beeinflusste Menschen oder Namenschristen, soll ich sagen vielleicht, klopfen sich gerne auf ihre eigene Schulter und sagen, ich habe noch niemand umgebracht. Wenn ich mit Menschen rede, dass sie sich zu Jesus bekehren, wissen sie, ich habe noch niemand umgebracht. Es ist wie wenn sie so machen würden. Ich bin doch gut, Gott kann mit mir mehr als zufrieden sein. Ich habe noch niemand getötet. Und damit will man beweisen, wie gut man ist. Man rechtfertigt sich damit. Nun, wenn wir zu diesem Gebot kommen, zum sechsten Gebot, drei Hauptgedanken. Zuerst mal, was will uns das sechste Gebot sagen? Das sind ein paar Dinge, die wir unbedingt erfahren sollen heute Morgen. Zweitens möchte ich klären, was sagt Jesus über dieses Gebot? Und drittens, welche Entscheidung ist für uns nötig heute, damit wir dieses Gebot auch erfüllen? Fangen wir mit dem ersten an. Was will uns das sechste Gebot überhaupt sagen? Du sollst nicht töten. Besser übersetzt, du sollst nicht morden. Wörtlich heißt morden, nicht töten, aber es wurde halt so übersetzt. Nach einem alten Merkspruch haben die 10 Gebote eine dreifache Funktion, drei wichtige Rollen. Sie sind Riegel, das ist altes Deutsch, ich erkläre es. Sie sind Spiegel und sie sind Siegel. Das ist auch Wortspiel drin, aber es ist tiefe Wahrheiten drin. Zuerst mal, die 10 Gebote sind Riegel, wie eine Schranke. Ohne die 10 Gebote, die sich in allen menschlichen Kulturen, besonders auch in der westlichen Welt, durchgesetzt haben und sich in den Gesetzen niedergeschlagen haben, die letzten Jahrhunderte, würden die Menschen sich wie Wölfe zerfleischen. Und der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist ein wahrer Spruch. Homo hominis lupus, haben schon die Römer behauptet. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das wussten schon die Heiden, dass es so ist. Und es ist leider bis heute so. Dieses Wolfsein muss gezähmt werden. Und dazu dient auch dienen die 10 Gebote. Die 10 Gebote verhindern erstmal, es ist wie ein Riegel, das Böse aufzuhalten. Er stellt sich gegen alles Böse unter den Menschen. Es ist wie ein Riegel, ein Aufhalten des Bösen. Gott sagt, stopp, nein, nicht weiter, halt an. Versteht ihr? Dazu ist es gegeben, es ist erstmal ein Riegel, das haben die alten Väter behauptet und es ist wahr. Das zweite, die 10 Gebote sind wie ein Spiegel, es steht vor uns. Wir schauen rein, zeigen meine Runzeln, zeigen meine Glatze, alles, was ich vielleicht nicht sehen will. Ich habe keine Probleme mit Glatze, aber manche haben, das weiß ich. Oh, Hilfe, was kann ich machen? Meine Haare fallen aus. Habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich habe gesagt, guck mich an, ist kein Problem. Aber ich will nur sagen, dieser Spiegel hat eine wichtige Rolle. Du schaust rein, du siehst deine Falten, du siehst, was du im Gesicht hast. Ein Spiegel entschuldigt sich nicht und sagt, oh, Entschuldigung, ich muss dir doch ein bisschen, guck genauer. Nein,
Sehr cool, zeigt er dir, was da ist. Ein Spiegel ist unbestechlich. Und so ist auch Gottes Wort. Jakobus sagt, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel. Die Gebote Gottes ist ein innerer Spiegel. Es zeigt sogar den inwendigen Menschen, wie es wirklich im Herzen aussieht. Sie zeigt uns, wie es in unserer Seele aussieht, unsere ganze Abtrünnigkeit, die Bosheit im Menschen wird durch diese Spiegel gezeigt. Manche Menschen, muss man so weit gehen? Wir sind doch gut, eigentlich sind wir gut. Man muss das Gute fördern. Das ist Humanismus, kontra Bibel, absolut. Das ist eine Denkweise, eine Weltanschauung ohne Gott. Aber dieser Spiegel zeigt uns, was wirklich innen drin ist. Und sie zeigt uns, wie unsere Seele innen aussieht, was wir im Allgemeinen gar nicht zur Kenntnis nehmen, was wir verdecken oder verschweigen. Das bekommen wir durch die Gebote gezeigt. Wenn Gott im 6. Gebot zu uns spricht, du sollst nicht morden oder töten, dann beginnt dieses Gebot, unser Herz auszuleuchten. Dort nach außen die unsichtbare Mördergrube aufzuleuchten, zu zeigen, schau mal, wie schrecklich es aussieht in dein Herz. Und die Gebote Gottes und insbesondere dieses 6. Gebot erheben die Stimme. Es ist die Stimme Gottes. Was dir und mir bewusst ist, wollen sie sagen, was dir nicht bewusst ist, wollen sie sagen, so, was uns gar nicht bewusst ist, sie wollen uns erinnern, wie tief der Mensch gefallen ist, dass es nicht so gut aussieht mit den Menschen, wie wir oft denken. In deiner Seele wohnt eine gefährliche Schlange. Du musst sie kennen, du musst sie zähmen, diesen Zorn, der dich zu Bösem verleiten kann. Oft sind Menschen zornig geworden, außer sich geraten, wurden sogar von Dämonen besessen. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber es wäre mal interessant, darüber zu reden. Ich habe einen alten Bruder mal gesprochen, der das erklärt hat. Als Siegel, drittens habe ich gesagt, es ist nicht nur Riegel und Spiegel, sondern auch ein Siegel, ein Stempel. Als Siegel spricht das Gebot oder die 10 Gebote sprechen uns Mut zu, geben uns Kraft. Gott ruft uns zu in diesen 10 Geboten. Du kannst jetzt deine Feinde lieben. Du kannst es. Ich helfe dir, ich wohne in dir. Amen. Jetzt sind Gottes Kinder dran. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, will der Heilige Geist uns sagen, du kannst deine Feinde lieben, du sollst sie lieben, ich gebe dir die Kraft dazu, ich stehe dir bei. Und du hast Möglichkeiten, die du früher nicht hattest. Jetzt, durch die Innewohnung des Heiligen Geistes, hast du die Kraft. Du kannst mit der Mördergrube deiner Seele jetzt ganz anders umgehen. Du kannst dich Gott weihen und das Böse hat keine Macht mehr, kann nicht einfach dich jeden Moment überfallen. Nein, du kannst wie ein Wand bauen gegen das Böse in dir. Auch wenn Paulus sagt, unser Leib ist noch nicht so, wie er sein soll, ist noch Krankheit können kommen, Schwachheit, sterben können wir und so weiter. Auch aufregen können wir uns. Die Dimension des Sieges zeigt, da zeigt uns Jesus auch in der Bergpredigt, wenn er sagt, zu den Alten ist gesagt, in Matthäus 5, du sollst nicht töten. Ich sage euch aber, wie ihr das verstehen müsst. Und dann erklärt er ihnen, ich komme noch gleich dazu. Fassen wir nochmals diese 3 Dienste der 10 Gebote zusammen. Die 10 Gebote wehren dem Chaos der Gesellschaft, also diese Riegel, sie halten das Böse auf. Dann, sie sind ein schonungsloses Spiegelbild über unsere innere Mördergrube und wacht auf, wenn es euch betrifft, wenn es uns betrifft, seien wir doch ehrlich, Heucheln nützt nichts. Gottes Augen durchschauen das Verborgenste des Menschen. Niemand kann sich vor Gott verstecken. Er durchschaut alles heute Morgen. Und deshalb ehrlich zu Gott kommen, wenn du entdeckst, dass du nicht geheiligt bist, dass dieses Böse in dir jederzeit hochkommen kann, du bist in Gefahr, du bist nicht richtig geheiligt, in Gott wirklich wiedergeboren, dann komm zu Jesus heute. Also
die 10 Gebote sind ein schonungsloses Spiegelbild, haben gesagt, unsere innere Mördergrube wird beleuchtet. Die Fähigkeit, Böses zu tun, steckt in jedem. Sogar ein Mörder zu werden, steckt in jedem. Das hätten wir vielleicht nicht geglaubt, aber es ist so. Und dann, die 10 Gebote sind auch eine Ermutigung für uns, habe ich gesagt. Das dritte ist dieses Siegel. Du kannst mit Gottes Hilfe dein Böses, das Böse überwinden. Was sagt uns das 6. Gebot noch? Mord beginnt im Herzen. Hallo, tut mal Hand aufs Herz, weil manche sind müde, sehe ich. Nicht geschlafen heute, ne? Tut mal eure Hand aufs Herz. Wo beginnt das Böse? Wo beginnt Mord? Im Herzen. Jakobus sagt hier, im Kopf, im Herzen, in den Gedanken beginnt das Böse. Wahrscheinlich in uns allen steckt ein erhebliches Aggressionspotenzial, von dem wir erst eine Ahnung haben, wenn wir herausgefordert werden, wenn wir schlimm herausgefordert werden. Und diese innere Erfahrung ist es, die Jesus im 6. Gebot aufgreift. Es geht zunächst nicht um das handgreifliche Töten, wenn Jesus das 6. Gebot erklärt, aber dazu komme ich ja gleich noch. Aber ich möchte nur sagen, er sagt sogar, die Motivation deines Herzens zählt. Bei Gott nicht nur die Tat zählt. Ja, ich habe niemanden getötet. Aber vielleicht hast du jemanden den Tod gewünscht. Jesus sagt, dann ist es schon Mord. Er sagt noch mehr, wir werden es gleich sehen. Jeder, ich wiederhole, jeder Mensch ist fähig zu Mord, zu Totschlag. Wer für diese Selbsterkenntnis blind ist, weiß nicht, wie tief der Mensch gefallen ist. Der glaubt nicht, wie Johannes Arndt in seinem Wahres Christentum beschreibt, schon 100 Jahre nach Luther, ein erleuchteter Pastor, der so ein dickes Schinken geschrieben, das wahre Christentum. 14 Bücher über das wahre Christentum. Und dann hat er sein Paradiesgärtlein geschrieben. Das sind Gebete, die er dann niedergeschrieben hat. Wunderbare Gebete. Ich lese nochmal keine Gebete. Ich muss vom Herzen beten. Aber so schöne Gebete kann ich gar nicht sprechen. Der hat echt alles so formuliert nach der Bibel. Und er zeigt auf, dass der Mensch tiefer gefallen ist wie das Tier, wie ein Tier. Er ist viel böser wie ein Tier. Er ist richtig, diese tierische Natur ist ihm durchbrochen durch den Sündenfall. Das verlasse ich jetzt zurück zu Gedanken, Mord beginnt im Herzen. Wenn wir nur im 20. Jahrhundert, das ist nicht weit von uns, sind 80 Millionen Menschen nur durch Kriege mindestens gestorben, durch Ideologien oder durch Politiker, Mörder oder wie auch immer du das beschreiben wirst. Vor allem die Millionen Kleinbürger werden oft gar nicht erwähnt, die in ihrem Herzen ethnische Vorurteile, Nationalismus, Feindschaft, Hass, Selbstsucht, Schweigsamkeit zuließen, gaben Akteuren des Todes einfach die Macht, indem sie nichts gesagt haben. Wir müssen lernen, der Realität ins Auge zu schauen. Tötungsimpulse findet man nicht nur bei Killern, bei brutalen Leuten, sondern Mordgedanken stecken wie Bazillen in allen Menschen. Schon manch einer hat seinem Lebensgefährten oder Mann oder Frau den Tod gewünscht. Das weiß ich aus der Seelsorge. Und deshalb ist die Botschaft des 6. Gebots, verbanne alles Mörderische aus dir. Verbanne es aus dir. Es ist nicht für uns. Mörderische Impulse sind wie terroristische Schläfer. Sie werden durch persönliche oder gesellschaftliche Krisensituationen aktiviert. Und plötzlich ist die Gefahr da. Die waren ruhig gestellt, aber durch eine Herausforderung kommt es wieder raus. Was sagt uns das 6. Gebot? Nicht nur, dass Morden im Herzen beginnt. Ich gehe einen Schritt weiter. Verbanne alles Mörderische in dir. Es gibt mörderische Verharmlosungen. Wir sollten immer gegen Mord sein. Gott schützt das Leben. Wir alle sollten das Leben schützen. In jeder Hinsicht.
jedes Leben schützen. Und zwar nicht nur der Einzelne, sondern in die Gesellschaft insgesamt. Die Gesellschaft hüllt die göttlichen Normen in erschreckende Weise aus. Und unser destruktives Verhalten empfinden wir kaum noch. Manchmal gewöhnt man sich an eine bestimmte Weltanschauung, die aber absolut konträr der Bibel ist. Wir können am Tod unserer Mitmenschen schuldig werden, wenn wir folgende mörderische Haltung oder Praktiken, Gewohnheiten verharmlosen. Selbst wenn wir es nicht tun, nur nichts dagegen tun. Zum Beispiel Abtreibung. Im Sinne vom sechsten Gebot ist Abtreibung Mord. Es ist Mord. Anschauen von Gewaltfilmen. Glaubt ihr nicht, dass das Sünde ist? Es ist Sünde. Wir sollten gegen jede Gewalt sein. Ich weiß von Jugendlichen, die gerne Gewaltfilme anschauen und wundern sich dann, wenn sie nachher bestimmte Dinge tun oder nichts dagegen haben. Antisemitismus, Judenfeindlichkeit ist auch in gewissem Sinne, es geht alles in die Richtung. Dann Ausbeutung der Schöpfung, Ausländerhass, Euthanasie, Familienvernachlässigung würde auch unter diese Sünde fallen, Genmanipulation, gewalttätige Sprache, vulgäre Sprache, Kindesmissbrauch, Klonversuche, Mobbing, Profitdenken, Hauptsache nur Gewinn, Gewinn, über Leichen zu gehen, Rachegelüste, Terrorismus und so weiter. Wir könnten noch die Liste erweitern. Christen sind als Repräsentanten des ewigen Lebens von Gott verpflichtet, auch mit dem irdischen Leben sensibel und höchst verantwortlich umzugehen. Wachsam und kritisch müssen wir daher die Ideologien des Zeitgeistes auf den Korn nehmen, widersprechen, ob es in der Schule, im Kindergarten ist, ruhig widersprechen gegen allem, was gegen Gott ist. Haben wir versucht. Manchmal haben wir deshalb Probleme bekommen. Aber Leute, es ist unser Auftrag. Ich sündige, wenn ich Sünde einfach nur toleriere auch. Ich muss einen Hass dagegen haben, gegen die Sünde. Jesus, Gott, hasst die Sünde und will das auch wie eine Abneigung haben. Wenn wir nur daran denken, dass in Deutschland jedes Jahr 250.000 bis 300.000 Kinder getötet werden im Mutterleib. Und wo sind die Christen, die aufschreien dagegen? Viele Menschen sagen, dass kann ja nicht Mord sein, oder wenn jemand jetzt getötet wird, ich habe das schon von Leuten gehört, die haben so argumentiert, ja, dass man so ein kleines Kind so brutal tötet, das ist auch wirklich schrecklich. Ein kleines Kind verführt, missbraucht und dann noch tötet, im Fluss wirft, kommt ja leider vor. Es ist eine bestialische, verwerfliche Sünde, wo alle, glaube ich, einverstanden sind, aber mein Körper gehört mir. Die gleichen Leute, die das sagen, haben gesagt, mein Körper gehört mir, ich mache, was ich will. Das heißt, das Kind, das sich nicht wehren kann, das aber schon lebt, hat gar keine Rechte. Ich bin so ein Egoist, nur weil ich gerade kein Kind will oder denke, das kostet mich zu viel, töte ich das Kind, lasse ich das Kind töten. Das ist eine Riesensünde. Es gibt in Jugoslawien einen Arzt, der hat Zehntausende Kinder aus dem Mutterleib geholt und sie zerstückelt. Und dieser Arzt hat Folgendes erlebt. Das ist eine wahre Geschichte, ich erzähle euch keine Lüge, ihr könnt nachprüfen. Dieser Arzt, er war ein Chefarzt einer großen Klinik, die nur Abtreibungen gemacht haben. Eines Tages träumte dieser Mann, er träumte, dass er spazieren war draußen auf einem Feld voller Blumen. Das Feld war eine schöne Wiese, volle Blumen, ein Blumen neben der anderen. Und er ging spazieren und schaute und sagte, Mensch, was sind diese Blumen? Und plötzlich verwandeln sich eine Blume nach dem anderen in ein Baby, kleines Baby. Und die haben alle geguckt, unser Mörder kommt, haben sie gerufen. Und er als Arzt, er war total überrascht und erstaunt, was ist das? Er ist hier verrückt geworden. Alle Blumen verwandelten sie in kleine Babys, plötzlich. Die ganze Wiese war voll,
alle riefen, unser Mörder kommt, unser Mörder, und rannten davon. Und er erwacht. Er erwacht, er denkt nach, er kann tagelang keine Ruhe finden, bis er zu einem Seelsorger geht und der ihm sagt, wissen Sie, Sie haben so viel Schuld auf sich geladen, aber es gibt Vergebung. Wenn Sie von Herzen Buße tun, einziger Ausweg für Sie, zu Gott zu rufen, dass Gott Ihnen vergibt, und hören Sie sofort auf mit dieser Arbeit. Der Mann hat sofort gekündigt, ist ausgestiegen, der ist ja schier verrückt geworden. Der konnte nicht mehr loskommen von diesem Traum, hat sich richtig bekehrt zu Jesus, hat um Vergebung gerufen. Er reist jetzt durch Europa, macht Vorträge gegen Abtreibung. Ist völlig überzeugt, niemand kann, er kann Details erklären, was er so alles vorher mit einem kalten Herzen gemacht hat. Er kann es jetzt erklären, dass es wirklich Sünde ist, dass er wie ein Blinder das nur gemacht hat, wie eine Arbeit, und gar nicht realisiert hat, welch eine Sünde das ist, dass er Menschenleben zerstört hat ohne Ende. Die Bibel sagt uns, dass das Leben kostbar ist. Jedes Leben ist kostbar. Und das Leben ist heilig in Gottes Augen. Und deshalb muss es auch für uns, vom Ungeborenen bis alten Menschen, auch alte Menschen sind nichts wert. Nein, die sind wertvoll in Gottes Augen. Nur bei den Menschen, die sowieso so einander verachten, sagen, ja, alte Menschen sind nur im Weg. Es ist ein Zeichen wieder der pure Egoismus. Als diese alten Menschen jünger waren und ihre Kinder mit viel Liebe erzogen, alles für sie gaben, vielleicht abgespart haben von sich, alles den Kindern gaben, war gut. Aber jetzt, wo sie alt sind, wo sie nichts mehr leisten können, jetzt werden sie abgeschrieben und abgeschoben. Das ist Sünde, Leute, ob es euch passt oder nicht. Ich muss ja nicht euch gefallen, ich muss Gott gefallen. Er prüft mein Predigt zuerst, nicht ihr. Ihr seid die Zweiten. Deshalb, auch wenn mich jemand hassen würde nach dieser Predigt, ich muss es sagen, oder die wachsame Bereitschaft, schwierige Krankheitsfälle gehört auch dazu, oder eine unaufhaltsame Alterungslawine oder durch Euthanasie einfach zu beenden. Man spricht sogar von guter, schöner Tod, also von Sterbehilfe. Es ist Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft der Egozentriker leben, wo Menschen von lauter Egoismus nicht mehr wissen, was sie noch machen sollen. Verbanne alles mörderisch aus dein Herz. Das ist die Botschaft dieses Gebots. Als Kinder Gottes haben wir hier eine hohe ethische Verantwortung. Und diesbezüglich stelle ich jetzt noch eine Frage, die oft gestellt wird, die passt vielleicht auch hierher. Sind Soldaten Mörder? Mit Ja oder Nein kann man es nicht beantworten, aber ich erkläre das, was die Bibel dazu sagt, nicht was ich denke. Ist unwichtig, was ich denke. Früher, als ich jung war, habe ich anders gedacht wie jetzt. Ich habe gelernt, Dinge genau von der Bibel zu betrachten. Bemerkenswert ist, dass die Bibel den Soldatenberuf nicht verbietet. Gerade auch im Neuen Testament nicht. Soldaten gehören zur Schutzmacht des Staates, wie die Polizei. Die Obrigkeit, so heißt es in Römer 13, 1 bis 7, die Obrigkeit bedarf diese Machtmittel, um das Land nach innen, die Kriminalität zurückzuhalten, um wie nach außen die Kriegsdrohung aufzuhalten oder Angriff oder Terrorismus, wie wir in letzter Zeit sehen, um das Land zu schützen und zu verteidigen. Paulus argumentiert in Römer 13, ganz selbstverständlich, Gott habe die politische Verantwortungsträger diese Gewaltmonopol verliehen, ja sogar verordnet, sagt er in Römer 13. Nicht nur die Möglichkeit gegeben, sondern ist ihnen befohlen, dass sie es machen. Und somit können wir sagen, auf keinen Fall ist dieser Beruf ein Sünde automatisch. Denn solange sie verteidigen, solange sie das Böse aufhalten, sind sie sogar von Gott unterstützt, auch wenn sie umbringen müssen, auch wenn sie jemanden erschießen müssen. Es ist unbiblisch zu sagen, das geht nicht. Wenn jemand in diesem Dienst steht, muss er es sogar machen. Wenn ein Polizist eingreifen muss
und angegriffen wird. Ich habe Theologie studiert mit einem Polizist, der ausgestiegen ist. Dann habe ich ihn natürlich gebohrt. Ich war damals 18, wo ich angefangen habe. Ich habe immer gesagt, Rainer, der hieß auch Rainer. Erzähl mir mal, was hast du erlebt? Der war bei der Kriminalpolizei. Der hat sein erlebt. Ich will euch jetzt nicht, für die Kinder wäre es jetzt interessant, ein paar Geschichten, aber ich habe nicht die Zeit dafür. Die Uhr läuft. Aber ich kann euch am Schluss noch was erzählen, wenn ihr wollt. Aber der hat sein erzählt, da standen mir die Haare zu Berge. Damals hatte ich noch volle Haare. Aber es geht nicht um die Haare. Es geht darum, sind Soldaten Mörder? Also Paulus argumentiert anders wie manche Christen. Sein Urteil in Römer 13,4, er sagt, dass der Staat vorstrecke sein Urteil denen, die Böses tun. Das heißt, der Staat hat einen Auftrag. Die Autoritäten, die Staaten, von Gott zugelassen, Gesetz sogar, damit sie um Ordnung sorgen. Somit hat der Staat nach dem Neuen Testament die berechtigte und legitime Funktion, das Böse und auch die Macht, mit der haben sie, dass sie das Böse zurückhalten, einschränken und abwehren. Und dazu kann ich nur Amen sagen. Das ist auch gut so. Stellt euch vor, wir würden überall in der ganzen Welt, du könntest gar nicht auf die Straße gehen, weil der Stärkere immer, das ist ja so, wie ich vorher gesagt habe, der Mensch ist ein Wolf für den Menschen. Da würde immer der Stärkere siegen. Stellt euch vor, es gäbe keine Verkehrsschilde. Jeder würde machen, was will. Manche würden nicht mehr sich durchsetzen. Die würden hupen und toben und aussteigen und schlagen und alles machen, nur damit sie das Recht bekommen. Und sie würden immer, so wie einer, der einfach ausgestiegen ist und der sagt, komm raus, boing, und dann stellt sein Auto weiter und fuhr weiter. Gibt es leider, obwohl es Schilde gab. Nur weil die sich gegenseitig, ich fahre oft auf der Autobahn, wenn ich sehe, wie Leute sich jagen auf der Autobahn, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, die zeigen sich alles Mögliche. Und wie sie rennen und fahren und links und rechts und überholen links auf der Abstellspur sogar. Ich habe alles Mögliche gesehen. Furchtbare Sachen. Und wie zwei Autos nebeneinander fahren und der eine lässt den anderen nicht vor und der tobt und wütet. Okay. Die Obrigkeit bedarf also diese Macht mit der. Christen sollen somit das Wesen dieser Welt nicht idealisieren. Hier machen wir einen großen Fehler, ich auch. Ich habe jahrelang Fehler gemacht hier. Denn wir idealisieren und schätzen die Welt falsch ein. Gott schätzt die Welt richtig ein. Wir haben es falsch eingeschätzt. Wir denken, ja, man kann irgendwie mit schönen Worten, man kann die Menschen hinbiegen. Nein, Gott weiß, warum er Gericht androht. Gott weiß, warum er von der Hölle redet. Er weiß es ganz genau, weil viele Menschen sagen, ja, am Schluss wird es Gott hinkriegen, sogar den Teufel noch in den Himmel zu bringen. Puh, furchtbar. Damit will man alles so runterspielen. Ja, so schlimm ist es ja nicht, wie wir denken. Gott wird es schon hinkriegen. Nein, das ist Allversöhnung. Das ist nicht in der Bibel. In der Bibel steht was anderes. In der Bibel ist ganz klar, das Böse kann nicht therapiert werden und rehabilitiert werden ohne Jesu Blut. Ohne Bekehrung gibt es keine Therapie für böse Menschen, für unerrettete Menschen. Nur Jesus kann retten. Nur durch Jesu Blut auf Golgatha gibt es Errettung. Wir leben also in einer von Gott abgefallenen und der Sünde beherrschten Gesellschaft, die nicht ohne juristische, polizeiliche oder militärische Gewalt zusammengehalten werden kann. Glaubt mir das, es ist so. Steht in Römer 13 und in Römer 15. Sehr deutlich. Leider sind nicht alle Menschen gewaltfrei, gut und menschenfreundlich. Deshalb ist es nötig, dass es Polizei gibt und auch Militär gibt. Auf diesem biblischen Hintergrund ist zu verstehen, oder ja, aus diesem Hintergrund, dass umkehrwillige Soldaten von Johannes, den Täufer, nicht genötigt wurden, ihren Militärdienst aufzugeben. Sie kamen zu Johannes, dem Täufer, der Buße gepredigt hat. In Lukas 3 können wir nachlesen. Auch die Soldaten kamen und fragten, Johannes,
Was sollen wir tun? Johannes antwortete, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit eurer Soul zufrieden. Was ihr vom Staat bekommt, soll euch reichen. Ihr habt ja dazu ja gesagt. Tut euer Dienst gut. Erpresst niemand, nimmt von niemand Unrecht Geld weg. Hier betont die Bibel zunächst, dass eine militärische Funktion im Rahmen der Landesverteidigung für Nachfolger Jesu durchaus möglich wäre. Selbst wenn er Berufssoldat wäre, wenn ich es richtig verstehe hier. Ich habe immer Schreck gehabt, wenn jemand als Christ da hingehen wollte, aber weil ich denke, manchmal kommt man in Länder, wo man dann auch Dinge tut, die dann nicht in Gottes Wille sind. Wie zum Beispiel sehe ich wenigstens, dass die Amerikaner, das ist jetzt vielleicht Politik für manche, die dann diese Berufssoldaten haben und auch viele Christen darunter sind, die haben ja Gemeinden überall, wo die Militär sind. Und ich habe manche besucht und das sind überall Christen, die, weil viele gläubig sind. Aber was ich nicht gut finde, wenn die dann in Einsätze geschickt werden, wo bestimmte Interessen dann verfolgt werden und viele Menschen sterben müssen, unnötig. Da hätte ich jetzt keine Gewissensfreiheit, das muss ich schon sagen. Da würde ich Nein sagen, lieber verzichte ich auf diesen Beruf und da würde ich nicht hingehen. Weil es ist nicht egal, wenn ich ein Landespolitik verfolge und dann einfach Leute töten muss. Du sollst nicht morden, ist schon für uns ernst zu nehmen, sehr ernst. Aber ich meine jetzt, ein Land zu verteidigen, innerhalb seines Landes, wenn Angriff ist, oder als Polizist, um Kriminalität einzuschränken, das ist biblisch. Weder aus Gewissensgründen noch wegen des sechsten Gebotes muss als notwendigerweise der Wehrdienst verweigert werden. Das ist ja abgeschafft inzwischen, aber früher, wo ich noch jung war, haben wir immer darüber geredet, oh, hilfst mir zu schreiben, ich will verweigern. Ich habe sämtliche junge Leute geholfen, darf ich gar nicht sagen, geholfen, dass sie verweigern. Wir haben den Brief fünfmal formuliert, oh, du kannst noch das schreiben und das. Und wie war dein Interview? Oh, du gehst nächste Woche, ah, okay, wir haben einander geholfen. Wie das war. Ich muss nicht verweigern. Ich habe ja mich mit 18 entschlossen, Theologie zu studieren und ich muss dahin mich vorstellen, auf jeden Fall hat mir da irgend so ein Typ im Büro gesagt, wissen Sie was, unser Land braucht Geistliche. Ich gratuliere Ihnen, gehen Sie, studieren Sie Theologie und wenn Sie fertig sind, schicken Sie mir einfach, dass Sie abgeschlossen haben und dass Sie tätig sind, brauchen Sie nie zum Militär gehen. So war es auch. Ich habe ihm am Schluss einen Abschluss geschickt, dass ich es bestanden habe und nie mehr musste ich mich melden bis heute. Aber trotzdem predige ich, was Gottes Wort sagt. In der Bibel steht nicht, dass man nicht als Militär arbeiten darf. Aber jetzt gibt es vielleicht doch einen Widerspruch. Wer Lukas 3 genau liest, wenn ihr weiterliest, Johannes beruft sich, Johannes der Täufer, indirekt auf das Tötungsverbot. Denn er sagt, verzichtet auf Gewalt. Ja wie, wenn ich Soldat bin, muss ich auch Gewalt üben manchmal. Ist das nicht ein Widerspruch? Und hier ist wichtig, im Hebräischen steht im sechsten Gebot nicht töten, sondern morden. Und was ist der Unterschied? Ich habe versucht rauszukriegen, was ist der Unterschied? Der zugrunde liegende Begriff muss mit morden übersetzt werden, damit wir das, was Gott sagt, hier wirklich verstehen. Diese beiden Wörter sind ethisch zu unterscheiden. Das Verb morden betont besonders die Heimtücke des Täters und die Wehrlosigkeit des Opfers. Gott verwehrt uns und allen Menschen von ihm gestiftetes Leben im zivilen wie im militärischen Umfeld aus Gründen persönlicher, habsüchtiger oder rachsüchtiger oder religiöser oder auch politischer Aggression einfach zu töten. Rachsucht ist oft der Fall gewesen, warum Menschen getötet haben. Aber das verbietet die Bibel absolut. Das letzte Wort über unsere Mitmenschen hat immer Gott allein. Für christliche Soldaten heißt es dann, dass sie trotz ihrer schwierigen Aufgabe Feinde abwehren müssen, was Töten einschließen kann.
Aber ich habe mit Brüdern geredet, die im Zweiten Weltkrieg waren, die teilweise nicht mehr leben, aber ich habe mit ihnen geredet, so in den 80er Jahren, wir haben immer gebetet, ich habe nie die Waffe benutzen müssen. Die waren in bestimmten Gegenden, in Frankreich, sonst wo, die mussten nicht einmal auf Menschen schießen. Sie haben sich vorher bekehrt, haben gebetet und Gott hat sie auch bewahrt. Auch das, ich habe einen Bruder im Sinn, der 17 Jahre alt war, er wurde eingezogen, er hat sich bekehrt vorher und er wollte nicht in den Krieg, er wollte unbedingt nicht in den Krieg. Und dann hat man ihn mit 17 Jahren, er wurde gerade 17, wurde gleich mitgenommen. Und dieser Mann wurde später Pastor, er ist letztes Jahr, wenn ich es richtig weiß, zum Herrn gegangen, aber er hat mir erzählt, weißt du, was passiert ist? Gott hat mein Gebet erhört. Bevor ich gegangen bin, wir haben uns versammelt, meine Eltern, mein Opa, Oma, alle haben mit mir gebetet und wir haben einfach Gott gebeten, dass er irgendwie hilft. Und dann ist er nach Frankreich gekommen und er war kaum da. Plötzlich ist seine Waffe verschwunden und darauf war der Tod. Du wurdest erschossen einfach, wenn deine Waffe weg war. Und als er morgens aufwachte, seine Waffe, nirgends seine Waffe. Die haben draußen irgendwo im Stroh geschlafen. Und er hat mir das erzählt. Mit Tränen in den Augen, nach vielen Jahrzehnten. Er hat gesagt, weißt du, was passiert ist? Ich weiß heute nicht, wo die Waffe ist. Es hat jemand einfach wahrscheinlich aus Bosheit weggenommen. Ich war an der Stelle erschossen. Und ich wollte gerade melden, meine Waffe ist weg. Und da war eine Brücke, ein Fluss. Und wir merken, die Feinde überfallen uns. Ich muss mich ergeben. Und bevor ich erschossen wurde, habe ich mich ergeben. Wer war das? Das waren die Amerikaner. Die haben mich dann mitgenommen in die Gefangenschaft. Das war's. War ein paar Monate in der Gefangenschaft und durfte nachher nach Hause. Gott hat immer Wege, auch in schwierigsten Lebenslagen. Was lehrt Jesus über das sechste Gebot? Gott verbietet alle Handlungen, die aus Zorn geschehen, erstens. Immer wenn wir aus Zorn handeln, ist das gegen Gott, gegen sein Wille, gegen Gottes Wort. Das Neue Testament gebietet allen Christen, keine Rache zu üben. Nehmt keine Rache. Holt euch nicht selber euer Recht, meine Lieben, schreibt Paulus in Römer 12, 19. Sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in der Heiligen Schrift, denn ich bin der Rächer. Ich habe mir das Gericht vorbehalten. Ich selbst werde vergelten. Wenn ich Rache übe, bin ich immer schuldig. Ich darf nicht Rache üben, auch wenn ich unrecht behandelt werde. Jesus sagt in Matthäus 5, liebt eure Feinde, betet für alle, die euch verfolgen. Danke, Daniel, das hast du auch schon gelesen. So erweist ihr als Kinder eures Vaters im Himmel. Erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Das gilt auch in Spannungs- und Kriegssituationen. Vor allem heißt es auch, Christen können niemals Terroristen werden oder so wie im Islam, dass sie für Allah eine Bombe einsetzen und Menschen töten. Das ist unvorstellbar, das ist etwas Dämonisches, etwas Schreckliches, wo Menschen sowas machen. Das ist unvereinbar mit irgendeinem Glauben. Das geht nicht. Ein Beispiel für die richtige Haltung war Martin Luther King. Bei dieser Rassenkrawalle in den 60er Jahren in den Vereinigten Staaten, da habe ich mal gelesen, dass er versuchte, die schwarze Jungs so zu besänftigen. Und sein Motto war, wenn Blut fließen muss, dann ist es unser Blut. Wir dürfen nicht Rache üben. Es muss dann unser Blut, nicht das Blut der Feinde fließen. Im Heidelberger Katechismus, manche von euch haben das vielleicht noch lernen müssen, da wurde dieses Gebot so formuliert, ich finde es großartig, das ist schon, glaube ich, 1600 noch was gemacht worden. Gott lehrt uns durch das sechste Gebot, dass die Wurzel des Totschlags, nämlich den Neid, den Hass, den Zorn, die Rachgier, dass er sie hasst. Und dass all diese Dinge heimlicher Totschlag sind. Wie Neid, Hass, Zorn, heimlicher Totschlag? Ja. Wir mögen nie einen Menschen getötet haben, aber wir haben dieses Gebot genauso gebrochen und haben genauso gemordet
durch Neid in unsere Herzen, weil wir Dinge an anderen nicht gönnen. Und dann heißt es im Katechismus weiter, durch Hass, den wir in unsere Herzen tragen, durch Zorn und Rachgier. Gott geht es nicht um die Handlung, sondern um das Motiv des Herzens. Natürlich hat Handlung noch mehr Auswirkung. Wenn wir jemanden töten, wenn jemand ein Kind tötet, die Eltern werden trauern. Das hat eine Auswirkung, das Leben ist zerstört. Das hat eine riesen Auswirkung. Aber auch Mord im Gedanken ist bei Gott Mord. Auch in unserer Rechtsprechung wird nicht nur Handlung, sondern auch Motiv beachtet. Immer noch auch vor Gericht. Warum hat jemand das getan? Bei Gott ist das nicht anders. Er sagt, das, was in den Herzen vorgeht, ist das, was letztlich bestimmt, was er tut. Also wichtig ist, was im Herzen ist. Mord beginnt im Herzen. Jesus lehrt über das sechste Gebot. Zweitens, Christsein schützt nicht vor Aggression. Oder schützt nicht automatisch so. Natürlich schützt es. Schützt uns nicht automatisch, dass wir ihn nicht mehr aufregen. Ich habe mal einen Streit gesehen. Zwei Christen. Und Leute, wenn ich nicht gewusst hätte, dass die Christen sind, hätte ich gesagt, das sind gottlose Leute. Die gingen aufeinander los wie zwei wilde Tiere. Was ich sagen will, Christsein schützt nicht automatisch vor Aggression. Jesus wendet das sechste Gebot gerade auf seine Jünger an. Sie sollen keinerlei ethischen Selbsttäuschung erliegen. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder oder seine Schwester zornig ist, Matthäus 5, 22, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder oder seiner Schwester sagt, du Idiot, gehört vor dem obersten Gericht. Und wer zu seinem Bruder oder Schwester sagt, geh zum Teufel, der gehört zum Feuer der Hölle, ins Feuer der Hölle. Und so könnten wir weitermachen. Jesus hat das sechste Gebot noch total hervorgehoben und noch genauer erklärt, die Motive hervorgehoben, aus welchem jemand was tut. Mit großer Klarheit durchleuchtet also das Neue Testament das Gefühlsleben und die Gedankenwelt der Christen. Beispiel in Epheser 6, wenn wir dort lesen, ab Vers 26 bis Ende, da werden alle Motive und Absichten des Menschen total angesprochen. Auch auf Mitchristen können wir gleichgültig reagieren, wie wenn sie gestorben wären. Wir gehen aneinander vorbei, man grüßt nicht, man macht so wie. Das ist Sünde. Das kommt noch vor Gericht. So kann es nicht bleiben. Gewiss, wiedergeborene Gotteskinder werden keine Menschen aus irgendwelchem Rachegefühl einfach umbringen. In 1. Johannes 2, 11 lesen wir, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. In 1. Johannes 3, 15 lesen wir, wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger. Und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben vererben wird. Christliche Eltern können zu Weißglut gebracht werden durch ihre Kinder. Habe ich ja selber erlebt und habe mich schuldig gefühlt. Wenn die Kinder immer wieder heraus wollen, immer wieder nicht nachhaben, viel mehr Energie wie du, und schon können wir uns, und dann schlagen wir vielleicht zu und dann bereuen wir. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Nicht alles, was glänzt, ist Gold, so können wir es auch sagen. Selbst gläubige Ehepaare sind in der Lage, sich das Leben buchstäblich zur Hölle zu machen. Zwei Menschen, die alles haben, trotzdem haben sie eine Ehehölle. Also auch Christen, die sich Jesus nicht vollständig ausliefern, sind allen Todesvarianten fähig, wie jeder Mensch. Und Jesus lehrt zu diesem Gebot, wie wir mit unserem Zorn umgehen sollen. Er spricht es ganz klar an. Wir müssen wissen, was Gott will. Wir müssen lernen, unseren Zorn zu kontrollieren. Und dann drittens, und zum Schluss möchte ich noch ansprechen, welche Entscheidung ist nötig,
damit wir dieses Gebot befolgen. Als erstes, glaube ich, ist wichtig, dass wir uns alle entscheiden, Friedensstifter zu sein. Amen. Leuchtet es ein? Wenn ich mir entscheide, ich will Friedensstifter sein. Christen sollen auf allen Ebenen des privaten, des öffentlichen Lebens Friedensstifter sein, auch im Berufsleben. Das ist eine offensive Aufgabe. Wenn Streit ist, hey, 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 hört auf. Daniel darf ich verwenden. Seine Lehrerin hat mir mal gesagt, ich bewundere den Daniel. Da war er 9 Jahre alt, ich weiß es wie heute. Er sagt, der geht zwischen 2 Jungs, die streiten. Er sagt, hört auf. Und sofort haben die aufgehört. Ich habe es 3-mal gesagt, die haben nicht aufgehört. Finde ich echt gut. Wie er es gemacht hat, ich war nicht dabei, aber er hat es geschafft. Wahrscheinlich hat er laut gerufen. Und die haben sofort aufgehört. Also ich will damit sagen, wir Christen sollten etwas beitragen. Nicht nur sagen, ich mache nichts. Nein, wenn ich sehe, dass zwei schreien, hallo, hey, hey, fährt mal eure Stimme runter. Diese dicke Luft müssen wir irgendwie, naja, ihr wisst, was ich meine. Entscheide dich, Friedensstifter zu sein. Zweitens, eine zweite Entscheidung, um dieses Gebot zu befolgen, lass Gott über dein Leben bestimmen. Nicht zuletzt muss ich hier auch den Selbstmord, Suizid ansprechen. Der sogenannte Freitod wird zunehmend als ein Menschenrecht propagiert oder gehandelt. In bestimmter Notlage ein selbstbestimmtes Ende oder ein attraktives Ende sich zu schaffen. Gibt es nicht tatsächlich auch das Recht, sich selbst das Leben zu nehmen? Es ist verständlich, wenn manche sehr stark leiden, schwere Krankheit haben. Menschlich gesehen ist verständlich, wenn man wünscht, man soll lieber sterben. Wenn man ohnmächtig ist, suchen Menschen oft nach Lösung, wenn sie in tiefe oder schwere Not geraten oder Gefahr. Dabei ist oft auch bei Liebeskummer, haben Leute sich das Leben genommen. Haben einfach bei Streitereien, haben sie einfach kurzschlussmäßig das Leben genommen. Es gibt entsetzliche Situationen wie Folter, wie Vergewaltigung, Verstümmelung bei Unfällen, sexueller Missbrauch, Kriegstraumata, wo ich habe Menschen gesehen, die so Angst hatten, so Platzangst hatten, dass sie schier in Unmacht fielen oder wegrennen wollten, irgendwo hin. Verlust eines Kindes durch Mord. Wie schrecklich muss es sein, wenn du weißt, dein Kind wurde getötet, vielleicht auch misshandelt. Es liegt dann nahe, das Elend zu beenden, indem man einfach Hand an sich selbst legt. Wer könnte da nicht Verständnis haben? Und menschlich spricht man so, ja, was kann man da noch sagen, die armen Menschen. Doch steht auf der anderen Seite Gottes Gebot. Es erlaubt kein Mord. Auch nicht sein eigenes Leben zu beenden. Gottes Hoheitsrecht ist über uns und es ist unwiderruflich. Deshalb kann das Gebot, du sollst nicht morden, im Blick auf Selbstmord keine Ausnahme gemacht werden hier. Wir gehören ja nicht uns selbst, wir sind nicht unser, auch unser Leib gehört nicht uns selbst. Wir gehören Gott. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Er hat das letzte Wort über unser Leben. Wer sich selbst tötet, greift also in Gottes ausschließliche Verfügungsrecht ein. Dass wir unser Leben wegwerfen können, aber nicht sollen, zeigt das hohe Maß der Verantwortung, die Gott uns Menschen gegeben hat. Er will, dass wir vertrauen, dass wir in schwierigster Lage uns zu ihm wenden und ihm um Hilfe bitten, auch wenn es menschlich nicht weitergeht. In sein Kreuzesnot oder Schrei hat Jesus gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war sehr schwer. Er hat im Gethsemane schon, sein Schweiß wurde zu Blutstropfen. Das zeigt, wie tief er gelitten hat. Möge unsere irdische Erfahrung auch unbegreiflich sein. Jesus weiß um den Kummer, der uns zu Boden drückt, der uns zerstören will. Und gerade deswegen
tröstet er auch seine Jünger mit den Worten, wenn er sagt in Johannes 14, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut Gott und vertraut mir, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt, ich gehe hin und bereite die Wohnungen und wenn ich fertig bin, ich komme wieder und nehme euch zu mir. Es gibt also Situationen, die jedes Maß an innere Widerstandskraft übersteigen. Glaube und Willen können an die Grenze geraten, an die Grenze menschlicher Leidensfähigkeit. Und so haben oft Menschen dann Schluss gemacht, irgendwas gemacht, ihr Leben genommen. Sind solche Christen verloren, sozusagen aus der Gnade gefallen? Ein prominentes Beispiel ist ja im Dritten Reich der Theologe und Dichter, wie hieß er? Kepler, Johann Kepler. Er hat mehrere Gedichte geschrieben. Er heiratete 1931 eine Jüdin und sie hatten eine Tochter und 1942 wurde sie entdeckt, dass sie Jüdin ist und die Gestapo hat beschlossen, sie muss in die Konzentration mit der Tochter. Und Johann Kepler kam in ganz große Not und er hat ja immer Tagebücher geschrieben und so hat man gefunden in seinem Tagebuch, als das NS-Regime Ende 1942 die Deportation von Frau und Tochter angeordnet hatte, schrieb Kepler in sein Tagebuch, wir gehen heute Nacht gemeinsam in den Tod. Über uns das Bild des segnenden Christus, der um uns ringt. In diesem Augenblick endet unser Leben. Was sie gemacht haben, weiß ich nicht, aber sie haben sich das Leben, alle drei sind gestorben in der gleichen Nacht. Ein Selbstmord von Christus gesegnet, würden wir fragen, und gerechtfertigt? Gewiss nicht. Denn er hat selber geschrieben, dass der segnende Herr um uns ringt. Damit, der war schon klug, der Mann. Ich finde nicht gut, was er gemacht hat, aber er war klug. Er hat damit gesagt, ich überlasse Gott zu urteilen über uns, über das, was wir auch jetzt machen. Damit überlässt er Gott selbst das Urteil über dieses tragische Geschehen. Wir haben keine Ahnung, wie viele solche Beispiele noch gab. Gar nicht lange her im Dritten Reich, wie viele Menschen so geendet sind, wie viele in eine auswegslose Situation kamen, wie viele in den Ländern, wo Verfolgung ist, in solche Situationen kommen. Aber damit ist die Selbsttötung auf keinen Fall gut geheißen, auf keinen Fall gerechtfertigt. Ich würde Gottes Wort Gewalt antun, wenn ich das gutheißen würde. Ich muss sagen, von Gottes Wort ist jede Selbsttötung abgelehnt. Beispiel 3. Die Heilige Schrift zeigt uns Beispiele, wo Menschen ähnlich Konfliktsituationen hatten und Entscheidungen treffen mussten und in sehr schwere Situationen, zum Beispiel Asaf, Psalm 73. Wir lesen es oft schnell, aber sehen wir es mal von dieser Perspektive. Asaf kämpft mit sich selbst. Ein gottesfürchtiger Mann im Alten Testament, er berichtet, er wäre wegen Konfrontation mit bösen Menschen, denen es trotzdem gut ging, obwohl sie böse waren, fast irre geworden. Ja, er habe zeitweise seinen Verstand fast verloren, wenn wir es jetzt wörtlich nehmen. Sogar steht im Psalm 73, sich wie ein Tier hat er sich benommen. Er, Asaf, der Gottesfürchtige. Er macht sich dann auf dem Weg in den Tempel. Und er sagt, die Lösung kam, ich ging ins Hause Gottes, also in die Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes, findet er die Lösung. Da, wo Gottes Wort gelesen wurde, da verstand ich ihr Ende. Diese bösen Menschen werden ein böses Ende haben. Das hat ihn geheilt. Plötzlich war er frei. Plötzlich waren diese dummen Sorgen, die der Teufel ihm eingepflanzt hat in seine Gedanken, verschwunden. Und jetzt wusste er, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, heilig zu leben. So schreibt es dort. Es lohnt sich, gottesfürchtig zu leben. Denn das Ende zählt. Ich hörte ihr Ende.
Und dann ist er aufgewacht. Und dann sagt er, schreibt er am Schluss dieses Psalmes, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei deiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Halleluja. Solche Worte können wirklich anderen helfen. Millionen Menschen, die das gelesen haben, wurden ermutigt, weil sie auch in Not waren, auch in auswegslosen Situationen. Es sind Worte Gottes, die retten, die heilen, die ermutigen, die aufbauen, die uns helfen, weiterzugehen. Dieses dennoch bleibe ich an dir. Dennoch, der Groschen ist gefallen. Ich habe es verstanden, Herr. Halleluja. Dennoch bleibe ich an dir. Selbstmorde finden also in der Bibel keine Rechtfertigung. Der Herr ruft uns alle. Tu dir nichts an. Tu dein Leben nichts an. Wenn solche Gedanken kommen, Gott sagt, tu dein Leben nichts an, sondern vertraue mir. Gott will uns immer in jeder Bedrängnis, in jeder Not, egal wie Menschen dich behandeln, Gott liebt dich. Amen. Was ist die Anwendung? Wir halten fest, das sechste Gebot sagt uns, Gott schützt unser Leben. Mord beginnt im Herzen, haben wir gesehen. Verbanne das Mörderische aus dir. Das ist der Auftrag, dass uns dieses Gebot gibt. Alles Böse, verbanne es aus dein Herz, im Namen Jesu. Jegliche Bedrohung menschlichen Lebens setzt der Schöpfer durch das sechste Gebot eine absolute Grenze. Das Böse wird aufgehalten. Gott verbietet mutwilliges Töten in jeder Hinsicht, denn Gott ist souverän und der Liebhaber aller Menschen. Gott verbietet alle Handlungen, wo aus Zorn gehandelt wird. Im Namen Jesu hat der Mönch gerufen, verzichtet auf dieses sinnlose Töten. Und so sollten wir auch im Namen Jesu auch den Menschen die Wahrheit sagen. Verzichtet auf euer Leben zu zerstören. Wir müssen lernen, unsere Zorn zu kontrollieren. Denkt, in der ersten Familie in der Bibel war schon Mord. Kain, der erste Sohn in der Bibel, hat seinen Bruder umgebracht. Wäre eine Katastrophe. Wir können 10 Predigten darüber halten. Gott hat gesagt, die Sünde klopft an deine Tür. Wache, steh dagegen. Kain, pass auf. Hätte er das, was Gott ihm gesagt hat, angenommen, wäre er total gerüstet. Als er zornig wurde, hätte er gesagt, okay, Gott hat gesagt, pass auf. Die Sünde klopft an deine Tür. Aber er hat einfach das in den Wind geschlagen, was Gott gesagt hat. Und als dieser Zorn in ihm hochkam, ist er auf seinen Bruder los, hat einfach einen Knüppel genommen, ihn erschlagen. Und dann heißt es in der Bibel, das Blut aber schrie zu Gott. Das Blut aber schrie um Rache. Er musste fliehen. Sein Leben war nicht mehr sicher. Entscheide dich, ein Friedensstifter zu sein. Lass Gott über dein Leben bestimmen. Bestimme nicht du über dein Leben. Egal wie schwierig es werden soll. Niemand, was Gott über das Leben sagt, dein Leben, mein Leben, alle Leben, ob jung oder alt, ist kostbar. Amen. Lasst uns aufstehen.